Oh. Besiegt worden zu sein. Kommt, stürzt, sterbt. Oh. Ja. Ach so, ja klar, sicher. Die Gerüchte über den Tod sind maßlos übertrieben. Was? Hä? Hallo? Was? Die Gerüchte über den Tod sind maßlos übertrieben, Schattenklingen. Ich habe gehört, die Dämonen hätten euch erwischt. Wir sind hergekommen, uns davon zu überzeugen. Es gibt immer noch eine Chance. Ja, dann kommt dann. Probieren wir es halt mal. Habt ihr gerade gemerkt? Gab es schon wieder so einen kleinen Aussetzer? Im Anwesen meines Meisters glimmen die So. verbrannten Überreste tausender Welten. Ich bin hier, um euch euren Platz in den Ruinen von Ja, ja, Norden ja. zu sichern. Die Ruinen von Moria. Echt, hast du das gesagt? Nein, ne? So, einmal. Ich habe immer irgendwie das Gefühl, seid ihr auch überhaupt mit dabei? Irgendwie sieht das so aus, als ob ihr nie mitmachen würdet. Das wäre voll kacka. So, machen wir mal ein bisschen von hinten. So viel zum Thema von hinten, ne? So, Kriegsdonner. Ich hoffe, das wird mir jetzt nicht zu viel Schaden reden. Noch einmal das hier. Lange wird er nicht mehr brauchen. Also wir werden nicht mehr lange brauchen, so meine ich das. Lange wird er nicht mehr durchhalten. So ist richtig. Kann man den eigentlich stunnen? Natürlich nicht. Wäre ja auch zu schön gewesen, ne? So. Ach, Blutung ist schon wieder ausgelaufen. Wie machst du das eigentlich? Alter Schwede. Die Frage ist, wenn wir jetzt den Teufelsvernichter schlagen, ist dann Akish oder Okish oder wie der heißt jetzt? Nee, Rakish. Ist er dann automatisch auch tot? Oder kommt er danach nochmal raus? Der Knatzenfiddler. Wie süß. So. Na komm. Ihr denkt, ihr habt gewonnen. Ihr werdet erfahren, wie eine Niederlage schmeckt. Und Gabe von Argus. Bedeutet. Ich glaube, wir sollten. Vom Argus kommt Verdammnis über euch. Schon bald hat der Vernichter genug Kraft, um die Energie eines kollabierenden Sterns freizusetzen. Wo wir stehen, wird nichts als Asche Ja. bleiben. Ganz genau, das meine ich auch. Ganz genau das meine ich auch. Huch! Das kann nicht stimmen. Ich war hier schon einmal. Doch das würde heißen. Das ist ein Déjà-vu. Helden! Wir dürfen Rakish nicht töten! Haltet an! Was? Hä, aber warum? Werde ich eure Gesichter vor mir sehen. Als letzte Kräfte. Wenn ihr ihn nicht verschont. Muss ich euch aufhalten? Was? Ich heiße es willkommen. Alter, gut, dass sich hier die ganzen Sachen überschneiden. Ihr habt mich gefragt, ob ich das vorhersah, mein Kind. Was? Was stimmt mit dem Propheten nicht? Ich habe es gesehen. Doch bis zu diesem Moment habe ich es nicht verstanden. Zu einer Zeit, die jetzt nur noch der Hauch einer Erinnerung ist, hatte ich einen Sohn. Was? Tag seiner Geburt hatte ich eine Vision. In dieser Vision hielt ich weinend einen sterbenden Eredar in meinen Armen. Sein Körper war von Wunden und Teufelsmagie entstellt. Was? So wie ihr nun. Doch ich begrub diese Vision in den Tiefen meines Herzens. Nachdem Kil'jaeden mir meine Familie nahm. Für Äonen blieb sie dort verschlossen. Endlich verstehe ich es. Jetzt, wo ich euch in meinen Armen halte. Ja, dann erklär doch mal, ich verstehe es nämlich nicht. Ganz ehrlich, ich bin irgendwie blöd. Hier gibt es nichts mehr für euch. Aber, hä? Nehmt das Herz des Lichts
und kehrt zu Khadgar zurück. Sagt ihm, das Licht ist hier und heute erloschen. Lebt wohl. Vielleicht bin ich jetzt wirklich ein bisschen dösig, aber... Hä? So, ja, das ist so mein Beitrag. Ja, und du? Wie, ich kann... Ihr bekommt Gegenstand, Khadgars Signalgeber. So, und damit zurück nach Dalaran. Ich habe null Ahnung, was hier gerade passiert ist. Auf jeden Fall hat er eine Vision von dem sterbenden Erida. Und jetzt sagt er, halt, stopp. Nicht hauen. Aus Gründen, die ich nicht verstehe. Aber ist okay, ist okay, ist okay. So. Hui. Ich meinte, hui. Also ein bisschen mehr. Ja, Erzmagier Khadgar, kannst du mir eventuell ein bisschen Erleuchtung bringen? Dan und die Legion müssen aufgehalten werden. Wer bist du denn? Hä, warte mal, ist das ein Schnauzbart? Ah, nee, eine Maske. Hallöchen. Alter, wie groß bist du? Du bist eine Nachtelfin. Aber eine coole Nachtelfin. Ich will auch sowas haben. Ich möchte einen weiblichen Dämonenjäger-Nachtelfin haben. Egal, wo waren wir? Bringer des Lichts. Kill jeden Stall das Kind von Velen. Ach so, Kill jeden hat sein... Ich habe kein Ziel. Kil'jaeden hat also den Sohn von Velen nicht getötet, sondern gestohlen und ihn aufgezogen. Ah, ich verstehe es. Okay, gut. Gut, jetzt habe ich es verstanden. Ich bin ein bisschen... bin ein Spätzünder. Okay, nochmal von vorn. Bringer des Lichts. Kil'jaeden stahl das Kind von Velen und ließ Velen in den Glauben, der Junge wäre tot. Dann hat er das Kind als Agenten der brennenden Legion aufgezogen, damit er seinen eigenen Vater ermordet. Dieser Bastard hat 13.000 Jahre auf seine Rache gewartet, nur weil Velen sich gegen Sargeras und die Legion gestellt hat? Der Betrüger. Ein wahres Wort. Vor allem so nachtrank, ne? Ist mal ganz mehr als 13.000 Jahre. Na egal. Dass Velen nach allem, was ihn und sein Volk widerfahren ist, solch eine Tragödie erleiden musste, es bricht mir das Herz. Ein solches Schicksal stellt auch den stärksten Glauben auf eine harte Probe. Ja, vor allem ist er... Haben wir's? Ist ja schon ein bisschen hart, ne, muss ich ganz ehrlich sagen. Also doch, ist schon scheiße. So, Tempo geht raus, Tempo und Crit geht raus. Also nämlich die Schultern hier. Und obwohl, ich habe eigentlich coole... Ne, das sind keine Schultern, das sind meine Schwerter. Dolche, Entschuldigung. Boom. Stufe 103. Und ich habe wieder einen Schluck auf. Wie genial. Hä, toll. Optisch hat sich gar nichts getan. Die Bürde des Lichts. Ihr habt nun nicht was? Ihr habt nicht um diese Bürde gebeten, aber das Schicksal hat es so gewollt. Tyralions düstere letzte Worte klingen mir immer noch in den Ohren. Ich fürchte um die Drenei und um meinen Freund Velen, aber wir müssen stark bleiben, Nemesis. Für den Moment verbleibt das Herz des Lichts unter eurem wachsamen Auge. Es gibt einen Ort auf Azeroth, dem ich die Sicherheit des Objektes anvertrauen würde. Eure Ordenshalle. Bringt es dorthin, Nemesis. Ich bleibe in Dalaran und suche weiter nach Antworten. Es muss einen anderen Weg geben. Platziert das Herz des Lichts in eure Ordenshalle. Ohne euch wird Azeroth fallen. Azeroth. Ist immer so stark zum Aussprechen. Azeroth. So, wir haben jetzt 500... Was? 510.000? Alter, wie übertrieben. Wie fucking übertrieben, Alter. Ich weiß noch, als ich mit Level 94, mit meinem Main, als ich hier jetzt Legion geholt habe und so weiter, habe so zwischendurch mal ein paar alte Raids gemacht, wo ich mir auch so gedacht habe, in irgendeinem Raid war das, wo war das nochmal? War das Tol'Barad? Wo mir dieser eine Boss irgendwie mit Einschlag irgendwie 100.000 Hitpoints oder was abgezogen hat? Und ich hatte nur 94.000 oder 97.000 Hitpoints. Irgendwie so war das. Quasi one hit down, ja. Ich habe mir gesagt, das gibt's doch nicht, ey. Das muss doch zu schaffen sein, Solo. Und jetzt sehe ich das hier. Na gut, okay.
Gut. Wie komme ich hier rein? Hier schon mal nicht. Aber wieso kann ich denn hier? Hä? Achso, das ist auf dem Weg nach unten. Gut. So, Leute, wir machen... Wir müssen jetzt aber erstmal... Hä, müssen wir nicht in unsere Ordenshalle? Die Bürde des Lichts? Wo ist denn die Bürde des Lichts? So, hier. Die Bürde des Lichts. Ja. Gut, dann geh weg. Geh weg, ganz weit weg. So, dann lass ich mal rein. Ja, natürlich. Ich lege meine Insignia auf den Tisch. Insignia? Keine Ahnung. Irgendwas lege ich auf den Tisch. Nein, nicht alles. Was ich auf den Tisch legen könnte, lege ich auf den Tisch. Oh, ich muss rennen und über dich springen. Haha, ja, Mädel. Und über dich auch. Entschuldigung, du bist ein Gnom. Das war so wie Bock springen. Das musste ich einfach machen. Yippie! So. Ist das hier richtig? Hier? Aha, guck mal. Hier müsst ihr das Herz des Lichts ablegen. Eine Macht erwacht im Herz des Lichts, als ihr es ablegt. Ihr verspürt neue Hoffnung. Schließt die Quest, die Bürde des Lichts ab. Findet all die Säulen der Schöpfung. Schließt die ersten Meilensteine der Ordenskraft. Aha. Okay, was gibt es jetzt? Hä? Gab's hier nicht? Gab es jetzt nicht irgendwie... Nee. Das ist merkwürdig. Merkwürdig. Haben wir schon abgeschlossen? Nein, ne? Haben wir noch nicht, oder? Wäre jetzt auch ein bisschen... Wie lange noch? Was? Hä? Was? Schwingende Takte, was? Nein, Quatsch. Zurück. Ja, der Schrecken, der die Takte hatte. Grenzverstärkung. Ich hab... Doch, warte mal, hier. Im Gange, nicht verfügbar, im Gange. Noch 9 Minuten. Läuft. Läuft bei mir, hä? So. Gut, wir müssen hier jetzt raus. Gut, dann machen wir das. Aber diesmal sind wir schlau genug und gehen die Abkürzung. Habt ihr das wieder gemerkt? Da war es wieder so ein kleiner Stolperer. Ich verstehe das nicht. Ich habe immer Angst, dass dann irgendwie die Aufnahme asynchron wird. Boah, das wird mich so von anbiefen. Doof. Gut, dann mal ab. Nach Beutebucht und wohin noch? Werden wir sehen. Wir werden jetzt überall hin. Überall, was wir offen haben, da werden wir hingehen. Yippie, yippie, yippie. So, nach dem Würmrut-Tempel. Nach Dalaran-Krater? Aha. Höhlen der Zeit. Shattrat. Achso. Okay. Gut. Portal nach Karazhan? Und wo ist das Portal nach Beutebucht? Okay, wir gehen nach Beutebucht. Karazhan. Nur was soll ich da? Huch, was denn nun? Ah, okay, Beutebucht, ich verstehe. Gut, dann nein. Wie wir alle wissen, können wir hier fliegen. So, ich muss den nächstbesten Flugmeister finden, damit wir direkt nach Beutebucht fliegen können. Ach, guck mal, hier ist ja direkt Gebirgspass der Totenwände, Sulgurup.